Moin Leute, hier geht's schon richtig gut ab. Wir sind wieder in Escape vom Tarkov unterwegs mit dem Scav. Und erstmal wird das hier weggeschmissen, die verrät mich nämlich sonst. Das kommt in die Pockets. Die kommt hoch. Na wunderbar. Propital. Okay, hier geht's schon wieder richtig gut rund. Wir sind auf Customs, by the way. Das in der Nähe der Old Gas Station sein, oder? Nee. Doch. Mal schauen, ob die voll geladen ist. Die Hunter. Ich meine, es gibt da definitiv schlechtere Bewaffnung. Ja, Leute, wenn wir schon dabei sind, wenn ihr euch das Video hier anguckt, lade ich gerade im Hintergrund Call of Duty Warzone runter. Habt ihr Bock? Wollt ihr da mal mit reingucken? Sollen wir uns das zusammen mal anschauen? Das Battle Royale Free-to-Play-Ding von Call of Duty. Ich meine, ist klar, dass natürlich alles kein Escape from Tarkov, sondern das ist wieder schnelles Gameplay USW. Aber wenn ihr Bock habt, können wir uns das gerne mal zusammen anschauen. Wo kann ich eigentlich raus? Ah, Old Roadgate und Sniper Roadblock. Hätte eigentlich erwartet, hier drin noch jemanden zu treffen. Aber wenn nicht, ist natürlich auch gut. Bin immer froh, wenn ich keinen Stress habe. Brauche ich nichts von. Was ich bräuchte, wäre ein größerer Rucksack. Nicht schlecht. Das nehme ich. Und die Luger CCI, die nehme ich auch. Die kann man gut verkaufen. Die sind relativ viel Geld wert. Das ist eine gute Pistolenmuni. Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, schon mal jemand drin. Würde mich jetzt auch wundern, wenn nicht.
sind tot. Ich setze mich mal kurz hier rein. Denn dachte ich mir doch, ich muss nämlich in die ganz andere Richtung. Aber das passt, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir gehen hier hinten raus. Wie Zeit ist denn eigentlich noch? 25 Minuten. Ja, okay, das ist jetzt eigentlich Stress uns gar nichts, gell? Ich bräuchte halt echt nur einen größeren Rucksack. Ich gehe mal da zu dem Sniper-Scaff hoch. Ich hab den erwischt oder was? Das ist eigentlich nur ein Scav-Player. Rucksack hat er auch voll, okay. Schmeißen wir das hier weg. Packen wir das hier rein. Das weg. Das ziehen wir uns an. Den searchen wir auch gleich. Ich denke mal, der hat schon gewonnen. Ja, schmeißen wir unseren weg und nehmen den hier mit. Nicht schlecht. Es gibt hier hinten noch einen Secret Stash zu holen. Da schauen wir natürlich auch mal rein. Schallmunition. Warte mal. Wir essen den einmal. Und danach trinken wir noch was. AKML, sehr gut. Ja, ich meine, der Rest ist jetzt relativ, ja. Aber wir haben noch FMJs, das ist super. Dann kann ich die Magazine nachladen, wenn es ist.
Das ist noch ein ganz schönes Stück zu laufen. Aus. Hier sind wir jetzt bei Passage Between Rocks. Hier. Oh Scheiße. Ist relativ nah, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Schon haben wir wieder ein bisschen Entfernung dahin gebracht. Sehr gut. Ich denke mal, der wird schon durchsucht sein. Das ist einer von den bekanntesten Secret Stashes. Ja. Ja, von mir aus nehmen wir die mit. Obwohl, nee, tun wir nicht. Tun wir nicht. Ich brauche einen Platz für ein Magazin noch. Also, wenn ich wechsle. Okay. Okay. Jetzt wird's richtig gefährlich. Ihr seht auch, ihr habt das Field of View verändert. Es sieht jetzt aus, als würde ich schneller laufen. Ich laufe natürlich gleich schnell. Die schießen nicht auf mich, oder? Das ist schon sehr dicht. Unten findet ihr den Link zur Steam-Gruppe und zum Discord. Fast vergessen. Oh, was? Oh, das ist die Old Road. Ja, nice, nehme ich doch. Tschüss.